Todesstoß ist auf jeden Fall erledigt. Ach, die hat noch so viele Balken da. So. Also ich muss die immer noch weitermachen, aber wir gehen jetzt mal in der Hauptquest weiter, weiß ich, oder? Ja. Ne, wir machen die Königin der Jagd, machen wir fertig. Das ist eine etwas umfangreichere Quest und gibt auch wieder einen Trophy, glaube ich. Komm, lass uns mal die Mysterium über Mysterium machen. Das ist eine ziemlich lange. Ja? Wie du möchtest, du bist der Boss. Auf Karte zeigen, zack. Wo ist denn das? Ah, das ist hier, okay. Informiere dich über die Geschichte von Riverside. Okay, da gehen wir hin. Ich habe da nichts in der Nähe, wo ich hingehen könnte. Deshalb würde ich sagen. Ich kann dahin. Nee, ist ja Quatsch. Oder wir gehen in der Nähe und laufen dahin. Ja, ja, weil wir gehen jetzt hier rum, dann gehen wir rüber zum Schweinestall. Und dann gehen wir die Straße runter, würde ich sagen. Wir gehen Wright Springs Golf Club und dann gehen wir Richtung. Ich setze hier mal eine Markierung hin. Gehen wir in die Richtung. Golfclub. Ja, ich gehe jetzt zum Golfclub und dann gehen wir rechts rüber. Erstmal einen kleinen Bogen, gehen die Straße runter, dann entdecke ich auch wieder ein paar Orte. Hört sich nach einem Plan an, oder? Natürlich. Und dann gehen wir links runter Richtung Mysterien über Mysterien. Ich habe auf YouTube jetzt schon die Folgen bis 5. Juni drin. Alle zum Nachgucken. Nachkicken. So, wo habe ich die Markierung gesetzt? In diese Karl Richtung. Da rüber, ne? Da habe ich eine. Oder ist das deine Markierung? Nee, du gehst in die Fahrt. Warte, ich mach meine Markierung mal weg, dann kommen wir nicht durcheinander. Du musst die andere Richtung. Hier, wo ich stehe. Ich will nicht zum Haus. Nee, achso, da ist die Markierung. Ja, ja, okay, ich hab's gesehen. Darunter. Was tuckert hier so? Ich weiß nur, dass hier viele Gegner sind. Ja, ich weiß. Wir gehen lieber übers Haus. Ja. Wir können, ja. So. Hier war auch irgendwo so eine Biest, ne? Oh, hinter dir viele Gegner! Oh, sind wir hinterher gekommen, wa? Ja, ja. Voll die Horde. Oh, sogar einen legendären Kriegs haben wir. Jetzt bin ich schon wieder zu schwer, sehr wahrscheinlich. Da war ein legendärer bei, ja. Ja, so ein Kriegstrommeljäger habe ich aber auch schon zehnmal. Ich hab den aber dafür gewählt. Trinken wir jetzt aber erstmal einen Pilsner. Prostata. Prostata. Wer bist du? Mr. Guzzi? Was ist der denn? Na, nicht angreifen. Ah, nein, mach ich ja nicht. Das sind so White Spring Wächter, die bewachen das hier. Aber die greifen uns nicht an. Das sind freundliche Roboter. Robotstas. Freundliche Robotstas. Robotniks.
Ich mag die Waffe hier irgendwie. Ja, wir müssen gucken, dass wir die eine mit Automatiklauf. Mit Automatiklauf macht die noch mehr Spaß. Und am besten legendär als vierfach. Ja. Aber schwer zu kriegen. Aber wir sind jetzt erstmal da zu dem Adler rüber. Ja, da weiß was das ist. Nein, weiß ich nicht. Bis jetzt nicht. Das sind ich glaube, Kultisten? Wie heißen die nochmal, die Spinner? Nein, die anderen. Diese, ja, ich komme nicht auf deren Namen. Ja, wir machen. Auf jeden Fall Gegner. Gegner sind immer gut. Mann, sind fertig. Blutadler. Blutadler, genau. Überraschung. Gelandet. Oh, wer schießt da? Keine Ahnung. Wegen Geschütz vielleicht? Ah, drin. Einfach von hinten. So was. Schändisch. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier. Okay, ich habe was gefunden. Drei Raketen, 10 mm Fusionszellen, das ist gut für mich. Plasmakartusche, ja, okay, Raketen. Boah, die sind Raketen sind schwer. Haben wir hier was zum Zerlegen? Ah, ne, du kannst ja dein Dings bauen, ne? Die ja, mit. Aber Raketen kannst du nicht zerlegen. Nee, aber die kann ich lagern. Kann ich aber auch verschießen. Okay, die haben auch eine ganze Menge hier gehabt. Das hat sich gelohnt auf jeden Fall, rein technisch. Ich bin natürlich jetzt sauschwer. Ja, ich baue die Zelle. Ja, warte mal, ich muss das mal gucken. Wir sind ja noch nicht fertig hier. Bau die ein, ja, sich. Es gibt ja hier sicherlich noch einiges andere zu erkunden. Aber das ist an sich nicht unsere Aufgabe gewesen. Ne? Das ist wieder was, was ich nur machen wollte. Ich wollte jetzt hier nicht kleben bleiben. Hier ist eine Notiz. Heilung für Grenzgänger. Wie ich es hasse. Okay, nehmen wir erstmal mit. Protektor, da hat einer einen Obsatter mitgenommen. Sehr verwinkelt die Geschichte hier, findest du nicht auch? Ja. Aber wir haben einfach drauf losgebaut, ohne Sinn und. Oh, ich werde angegriffen. Es gibt doch glatt noch einen Hund versteckt hier. Das sag ich dir aber auch. Ist aber auch nichts, wo ich was zerlegen könnte von hier aus. Oder ist auch noch irgendwas? Hier ist auf jeden Fall unheimlich viel für meine Waffe. Oh, ich habe eine Wackelpuppe gefunden. Schleichen Wackelpuppe. Zeit für eine Vitrine. 10 Stück habe ich gefunden. Cool. Steg. Jetzt hau ich mir erstmal einen Steg für rein. Steg. Hat sich doch gelohnt, der Abstecher hier. Da liegt auch mein Moped. Scheiße.
So, können wir jetzt hier runter oder können wir jetzt, wir können den Weg hier runter. Wenn wir vorsichtig sind, dann Nee, können wir wir gehen hier. hier runter. Hier scheint ein Weg zu sein irgendwie. Entdeckt die Tiefe. Was ist denn die Tiefe? Ja, auf jeden Fall scheint die Lage hier ganz gut zu sein, ne? Ja. Wir haben das bis jetzt im Griff. Genau, da unten auf die Straße wollte ich und von der Straße wollte ich dann links mich links halten, immer die Straße entlang gehen, quasi. Willst du erstmal verwerten? Ja, gleich, wenn du. Ja, kannst du das da bauen irgendwo? Hier hinter dir. Ah, dann verwerte ich jetzt hier gerade meine Sache mal kurz. Das kann nämlich alles weg. Ich gehe mal eben auf die Waffen. Ja. So. Jetzt werde ich auch gleich wieder leichter. Ist ganz gut so. Nicht übermäßig leicht, aber bisschen. Wie viel Platz habe ich denn noch in meiner Kiste? Ah, da habe ich auch noch ein bisschen. Dann kann ich da schon mal ein bisschen Munition reinpacken. Die Raketen und das, weißt du. Kriegstrommel kann da rein. Brauche ich nämlich nicht. Die kann ich nachher umtauschen. Und was ich hier nicht so brauche. Ich weiß jetzt nicht, ob das. Jetzt habe ich wieder keinen Platz in meinem Lager. Das ist jetzt gebacken. Ah, ist nicht so ganz entscheidend. Dein Lager voll? Ja, wie immer. Was hast du denn da so für Sachen drin? Manchmal musst du ausmisten. Ja. Sachen, die du nicht brauchst, wegwerfen. Ja, aber ich habe jetzt keine Lust dazu. Das dauert mir zu lange. Da mache ich mal in einer stillen Stunde, wenn ich nicht live bin, weißt du? Schmeiße ich den ganzen Rotz weg. Da unten ist ein Lager, das ist mein Lager. Da unten ist ein Lager, Nein. das ist meins. Ah ne, das sieht fast Nein. genauso aus. Das sieht so ähnlich aus wie dein, ja. Wollte gerade sagen, Der wie hat kommt mein legendäre Lager hin? Waffen. Der Was? hat legendäre Waffen. Der hat legendäre Waffen zu verkaufen. Die sind auch nicht so teuer. Okay. Vielleicht, wenn da was dabei ist. Wo siehst du das? Hier an seinem Verkaufsautomat. So, gucken wir mal, da hat dann Waffen. Sanitäter Tesla Gewehr 2. Hab ich doch. Ah ne, das bin ja ich. Blutbefleckte Gatling, Stufe 50. Ja, Blutbefleck bisschen nicht. Des Killers Maschinenpistole. Des Killers Zielfernrohr. Des Mutanten. Achso, da muss man Mutanten sein, oder was? Ne, da wenn du eine Mutter, je mehr Mutation du hast, desto höher ist die Problemlöser Schallgedämpft. Nachtaktiv-Hochgeschwindigkeits-Mini-Dings. 5 mm. Kugeln explodieren und verursachen Flächenschaden, das ist gut. Sollen wir die mal nehmen? Ach komm, wir geben ihm mal ein bisschen Geld. Ich nehme die mal. Ah, das ist so eine Minigun. Ist ja wieder sau schwer, ne? Habe ich wieder nicht gesehen. Aber ist egal, ich werde die jetzt mal ausrüsten. Oh, der Zustand ist aber ganz schlecht. Der muss repariert werden.
Ist da oben dein Lager noch oder hast du das abgebaut? Das Lager ist noch da. Ich gehe da nochmal hin. Okay, mal gucken, ob ich die reparieren kann. Ah ne, du hast da nur eine Rüstungsdings drin, ne? Aber vielleicht hat der Typ hier eine Werkbank. Stimmt, ja. Da hätte ich auch drauf kommen können. Kommt man denn hier rein in seine Hütte? Wie kommt man da rein? Hier. Aber, wie ich vermute, ja. Das ist so ein Geiz halt, weißt du? Aber es gibt immer Tricks. Aber hier. Komm mal hier zu mir. Ja. Aber ne, das Problem ist, da kommst du nicht mehr raus. Ich weiß, wie man sich da reinglitschen kann. Halt. Aber Ja, da kommst du gut. nicht mehr raus. Schauen wir auch noch. Der steht ja auch noch drin, ne? Ja, ich verstehe nicht, was das soll mit diesem Abschließen immer, weißt du, ich meine so. Als halt. Was hat? Sollen wir den umbringen? Dafür werbe ich ihn jetzt 2 Mal auf Cookies auf seine Hütte. Was machst du denn Nein! hier? Hier, für dich, mein Freund. Weil du ein Assi bist. Voll der Agro-Typ. Hütte brennt. Hurra, die Schule brennt. So, das hier war ich auch noch nicht, glaube ich. Vielleicht haben wir hier was zum Basteln. Ah, du bist aber wieder Alter! dabei. Alter, was fliegen die geil! Okay, das Ding hat natürlich jetzt keine Munition mehr. Wenn du die benutzt, ne, dann musst du am besten gucken, dass du die Karte Abrissexperte noch dazu machst. Das erhöht den Schaden. Hallo? Sind wir eigentlich hier? Irgendwo ein Häuschen. Oh, ah, Klammer. Hier ist aber irgendwo einer. Ja, hier unten. Hier unten rein. Ich höre auch, weil ich weiß nicht genau wo. Verbranntes Buch, ey. Wie viele verbrannte Bücher es hier gibt, ne? Das Fernsehprogramm war auch schon mal besser hier. Er muss hier in der Nähe sein. Vielleicht noch im Keller? Ja, oder hier hinten drin. Ah, es wird lauter. Hier ist er irgendwo. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn zumindest im. Ja, aber hier ist ein Keller, habe ich recht gehabt, ne? Der ist hier unten irgendwo. Ah, hier ist auf jeden Fall eine Werkbank.
Schon mal gut. Okay. Aber ich habe gar nichts zum Verwerten. Wie kommt das denn? Hier sind Safe in der Ecke. Ja. Hast du ihn gefunden? Ja. Der Also ich war hier in ver der Wand drin. ich verwerte mal eben den Schrott, der hier rumliegt, ja? Wenn ich was finde, was. Vergiss nicht, dass du voll bist, ne, in deinen Dingen. Ah, das kann ich aber mitschleppen. So, ja gut, Hammer. Hammer. Hier ist ein Handbuch für verdeckte Einsätze. Braucht man vielleicht nochmal. Hast du mal im Safe reingeguckt? Ja, habe ich alles mitgenommen. Gut, wir gehen weiter zu unserem Auftrag, würde ich sagen. Marschieren in die Richtung Straße Das hier, entlang. ne? Diese, ne? Ja. Gehen wir mal hier unten an der Küste lang, komm. Wenn du die hier schießt, kriege ich weniger Punkte. Oh, hier sind wir auf ein Nest gestoßen. Oder bist du das? Nee. Wieder Blutadler. Naja. Waffen nehme ich jetzt nicht mit. Wo sind wir denn hier wieder? Ja, da müssen wir alles noch genauer erkunden. Ist alles, oh, da ist auch noch einer. War einer. Leider musste ich den töten. Hier ist ein Safe, den muss ich mal eben öffnen. Ich werde angegriffen von hinten. Ich habe sie beide. Oh, schon wieder Raketen, ne?
Schlüssel. Was spielt denn da Gitarre? Keine Ahnung, hier ist ein Schloss, was ich gerade öffne. Ich versuche es zumindest. Wegen Vollonk. Dass ich wieder öffnen soll hier. So eine blöde Position. Ich habe einen Raum hier aufgemacht, der ist ziemlich gut. Schallplatte. Also eigentlich militärisches Klebeband, ist das eigentlich dann grün oder was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist auch... Ist auch noch eine Waffe, aber... Es bringt uns jetzt nicht viel hier rum zu eiern. Weil ich ja keinen Platz mehr habe, weißt du? Oh, hier sind Kisten ohne Ende, ne? Ein riesiges Ding. Hier gibt's echt viel. Da wächst sogar Hirnpilz an der Wand. Ich würde sagen, wir gehen aber trotzdem weiter hier. Komm, wir marschieren weiter. Wir lassen dieses... Wir lassen diesen Ort jetzt mal Ort sein. Den haben wir auf jeden Fall entdeckt. Da kommt, wird uns sicherlich die ein oder andere Mission schon wieder hinführen. Ein Huhn. Totes Huhn. Wo ist das jetzt wieder? Ah, hier. Wilde Mutter, ne. Ich hab's wieder verloren, das Huhn. Scheiße. Da ist noch ein. Ah, da ist das Huhn. Ich hab's Huhn gefunden. Hähnchenschenke. Endlich mal Hähnchenschenke. Mal was Neues hier. 93 Meter, wir sind fast da. Kann ja nicht sein. Ja, da oben, glaube ich. Ja, ja. So. Wir informieren uns jetzt über die Geschichte von Riverside. Gedenkst du?